Hallo, willkommen im Video 46 in der Vorlesung Theorie ökologischer Gemeinschaften. Heute möchte ich Ihnen mal eine ganz andere Theorie vorstellen, und zwar die Inselbiogeographie. Nochmal, was haben wir denn bis jetzt gemacht? Bis jetzt in den bisherigen Videos habe ich ja so ein Bild von der Entstehung von Artengemeinschaften dargelegt, das sehr statisch ist. Alle Arten haben Eigenschaften, Anpassungen in ihren Nischraum, und dann gibt es die Konkurrenz der verschiedenen Arten, und dann die besser angepassten Arten, die gewinnen halt und setzen sich durch und können die anderen verdrängen. Und das war so das große Thema in den ganzen verschiedenen Spielarten der Modelle. Ne? Und es ging immer darum, die besten Arten, die besser angepasst sind, verdrängen die anderen, und alles ist deterministisch bestimmt. Und es gibt aber auch eine ganz andere Sichtweise, und das hatten wir ja jetzt schon gesehen, wenn wir dieses MacArthur-Modell mit zufälligen Invasionen simuliert hatten, dass man sagen kann, die Arten, die in einem gewissen Habitat vorkommen, sind nicht einfach unbedingt die Arten, die dort am besten angepasst sind und alle anderen auskonkurriert haben, sondern das ist einfach die Arten, die irgendwann mal zufällig eingewandert haben und es irgendwie geschafft haben, sich festzusetzen. Ne, sozusagen die Arten, die wir dann jetzt konkret irgendwo beobachten, sind das Ergebnis der zufälligen Invasionshistorie. Und dann ist die Frage, also wie viel zu welchem Ausmaß ist die Gemeinschaftsstruktur, die wir beobachten, wirklich deterministisch bestimmt oder einfach das Ergebnis von Zufallsprozessen? Und um das mal auf die Spitze zu treiben, also die Theorie, die diesen Zufallsprozess, diesen Zufallsgedanken auf die Spitze treibt, ist die Inselbiogeographie. Und diese Theorie wurde jetzt von niemand anderem aufgestellt, auch von MacArthur. Und Wilson. Und das war so 1963 in Dreh rum, also fast zur selben Zeit, in der MacArthur dieses wichtige Modell zur Konkurrenz, also zur deterministischen Beschreibung von Artengemeinschaften einführt, führt er zusammen mit Wilson genau sozusagen den Gegenpol ein, die wichtige Theorie, die Zusammensetzung der Artengemeinschaft aufgrund von Zufallsprozessen beschreibt. Zu MacArthur hatte ich ja schon einige Sachen gesagt. Jetzt gleich nochmal zu Wilson. Wilson ist also auch ein sehr berühmter Ökologe, der hatte sich sehr viel mit Ameisen beschäftigt in seiner Wissenschaft, seiner Forschung, hat diese wundersame Welt von Ameisen erforscht und dann sehr große Beiträge zur Biodiversität erstellt. Und wir haben jetzt bei uns in Oldenburg, ist ja so eine neue Forschungsrichtung, die marine Biodiversität. Und zu Ehren von Wilson, der solche so fundamentale Beiträge gebracht hat, vergeben wir jedes Jahr den Wilson-Preis und laden dazu einen der führenden Forscher auf dem Gebiet der Biodiversität ein. Die dort einen Vortrag halten, die Wilson Lecture, alles in Ehren zu Wilson, der und zum Schluss auch liegt es auch daran, an diesem Beitrag zu dieser Inselbiogeographie, also dieser ganz fundamentalen Theorie. Vielleicht erst nochmal diese Inseln. Warum ist das diese Inseln, warum ist das so speziell? Warum liegt der Fokus auf Inseln? Und das liegt so an so einer Beobachtung. Und da können wir wieder zurückgehen zu den ersten Vorlesungen in dieser Serie von mir. Wo kommen denn diese ganzen Theorien her? Und da hatte ich ja gesagt, dass sehr viel sind diese Gedanken dazu entstanden, als man mit der Schifffahrt auf einmal andere Ökosysteme in der anderen Welt beobachten konnte und insbesondere halt dann die Inselsysteme, und dann vergleichen konnte, wie sind denn die Artzusammensetzungen
und die Artenvielfalt in verschiedenen Ökosystemen und vor allem zwischen Inseln und dem Festland. Und dann hatte man sehr schnell festgestellt, die Inseln sind speziell. Also Gemeinschaften auf Inseln, ja, unterscheiden sich von dem Festland durch andere Arten. Sie finden also Arten, die endemisch auf einer Insel sind, die sie nur auf einer Insel finden. Zum Beispiel bei Vögeln, dann finden sie manchmal, oder bei anderen, vielen Tieren finden sie auf einmal Merkmalsveränderungen, zum Beispiel bei Vögeln eine Flugunfähigkeit. Oder Vergrößerung oder Kleinerung. Und insgesamt auch jetzt auch Verkleinerung. Und insgesamt auch einen geringeren Artenreichtum als auf dem Festland. Und viele Eigenschaften mehr. Und also irgendwie schafft es die Evolution auf Inseln, so manche Kapriolen hervorzubringen. Und man kann sich das natürlich erklären. Also eine Insel, die irgendwo im Meer liegt, ist natürlich dann erstmal so ein abgeschlossenes oder fast abgeschlossenes Ökosystem und hat nur sehr geringe Kopplung zu dem Festland, weil es halt schwierig ist für Tiere oder auch Pflanzen, es zu schaffen, von dem Festland in so eine Insel einzuwandern. Und deswegen ist natürlich klar, wenn man jetzt so Evolution über längere Zeiträume auf einer Insel laufen lässt und Artentstehungen passieren, dass dann sich auf einer Insel andere Arten entwickeln können als auf dem Festland. Und wenn eine Art es schafft, auf eine Insel einzuwandern, dann und wieder Evolution läuft, dann kann es sein, dass sich die Merkmale der Art auf der Insel verändern. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Vogel jetzt keinen Räuber auf dieser Insel hat, ne, dann kann er Merkmale wie zum Beispiel die Fähigkeit zu fliegen verlieren, weil auf diesem Situation dieser Insel vielleicht für die Möglichkeit zu fliegen gar nicht so entscheidend ist für diesen Vogel. Genauso können sich dann die Größen von Arten auf so einer Insel im Laufe der Zeit verkleinern und vergrößern. Etwas, was vielleicht nicht funktionieren könnte in dem Festland, wenn die Konkurrenten da sind. Ne? Das könnte man ja alles so verstehen, auch noch im Rahmen dieses MacArthur-Modells. Ne? Sozusagen die Merkmale dieser Art sind halt in diesem Drehtraum auf unserer Nichtachse. Und wenn aber jetzt die Konkurrenten fehlen, dann können sich natürlich die Merkmale wieder in die Richtung verschieben, wo die größte Fitness ist, in dieser reduzierten Gemeinschaft auf der Insel. Das sind also alles schon Sachen, die man verstehen kann. Aber das Besondere ist dann, dass diese also viele diese Dinge auf Inseln anders sind und das natürlich wunderbare Objekte sind, um die Mechanismen und Prinzipien, die so eine Artengemeinschaft strukturieren, zu studieren. Ne? Deswegen war dann ein ganz großer Fokus auf den Unterschieden von Artengemeinschaften, Artenmerkmalen von Inselsystemen im Vergleich zu Festlandsystemen. Und was unterscheidet denn Inseln und Festland? Das ist ja letztendlich die Geografie. Ne? Also wie ist die Lage so einer Insel? Vielleicht können wir gleich nochmal hier, schreibe ich das mal ein, hier ist die Insel. Hier ist das Festland. Ne? Und dann haben wir hier die Geografie. Ne? Wo liegt diese Insel im Vergleich zu Festland? Weil ich meine, das Festland, das ist jetzt auch willkürlich, das Festland ist ja letztendlich auf der Kontinentalgröße auch eine Insel. Letztendlich haben wir also da so ein System von verschiedenen Inseln, verschiedener Größe. Ne? Also ein wichtiges Merkmal ist dann die Inselgröße. A. Dann wird es sicher wichtig sein, den Abstand zum Festland. Das sind so die beiden wichtigsten, erstmal die geografischen Merkmale, die Größe, der Abstand. Ne? Und
Im allereinfachsten Fall reduzieren wir das dann halt auf das Bild eines unendlich großen Festlandes, auf dem es hier einen festen Artenpool gibt, also so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für irgendwelche Arten. Der sehr groß ist, ne? Und dann haben wir eine einzige isolierte Insel, die einen gewissen Abstand hat, eine gewisse Größe. Dadurch können wir festlegen, wo die Insel ist, ne? Und dann wollen wir wissen, was sich hier in dieser Insel an Artengemeinschaften ausrichtet, ne? Und dass das alles geografische Begriffe sind, ne? Aber es ja um die Biologie geht, nennt man diese ganze Forschungsrichtung Inselbiogeographie, ne? Ein bisschen längeres Wort, an das man sich vielleicht erstmal gewöhnen muss. Und vielleicht, wenn Sie da mal so einen ganz einfachen Text, aber wunderbar geschriebenen Text dazu haben wollen, was so alles diesen Inseln speziell ist, da kann ich Ihnen ein Buch empfehlen, Der Gesang des Dodo. Von David Quammen. Das ist also so ein Buch, das halt auch allgemeinverständlich ist, aber doch sehr präzise so die Inselbiogeographie als Forschungsrichtung vorstellt, mit, also wunderbar geschrieben, mit sehr vielen Details, wie diese Forschung sich entwickelt hat über die Zeit, mit Details in verschiedenen Inseln, welche merkwürdigen Arten es da gab, wie auf einmal Vögel ihre Fliegfähigkeit verloren haben und so weiter. Ne? Also wunderbar, also das so als ja, erstmal so als Anleitung. Dann nochmal hierzu, wenn wir jetzt so eine einzelne Insel im Vergleich zum Festland betrachten, dann ist es natürlich jetzt spannend zu schauen, was passiert denn, wenn wir diese Parameter Inselgröße und Abstand verändern. Ne? Also die Geografie darstellen durch Inselgröße A und den Abstand zum Festland D. Dann können Sie zum Beispiel sowas haben wie Madagaskar und Afrika. Das heißt, Madagaskar, eine sehr, sehr große Insel, wenn Sie das so bezeichnen wollen, und einen sehr nahen Abstand zum Festland. Oder Sie haben vielleicht sowas wie Hawaii, also halt eine viel, viel kleinere Insel, mitten im Ozean, sehr isoliert, ne? Und so weiter. Können Sie natürlich jetzt verschiedene, die ganzen Inselsysteme durchgehen und dann kann man dann halt studieren, was ist denn jetzt. Der Unterschied von Artengemeinschaften jetzt in so einem System, einer großen Insel nahe beim Festland oder einer sehr isolierten Insel und allen möglichen Zwischensystemen, die man da haben kann. Aber wie ich, das hatte ich auch schon im letzten Video gesagt, man soll aber Insel jetzt auch nicht zu wörtlich nehmen. Insel, das Wort Insel bezeichnet natürlich dann auch generell Habitate. Das halt eingebettet ist in eine Matrix von anderen Habitaten drumherum. Auch wenn jetzt die ursprüngliche Forschung sich wirklich um richtige Inseln im Ozean damit beschäftigt hat, kann man ja auch haben Seen als Insel im Meer, im Land, als Wasserinsel, ne? Im Land. Oder man kann Waldstücke haben, Waldfragmente. Man hat diese Rocky Pools, also so kleine Teiche oder Pfützen, Wasserstücke irgendwo an der Küste. Ne? Das sind natürlich alles dann
kleine isolierte Habitate, die mit dem um ihre Umgebung im Austausch stehen. Also das, was wir jetzt als Insel bezeichnen, muss jetzt nicht unbedingt so eine richtige Insel im Meer sein. Und letztendlich können wir ja sogar sagen, wenn wir hier so unsere räumliche strukturierte, also unsere Landschaft haben, ne? Und dann nehme ich mir einfach jetzt hier so ein gewisses Stück, ein gewisses Fragment heraus, dieses Habitat, vielleicht weil da irgendwelche Merkmale ein bisschen anders sind als zum Rest, und dann kann ich natürlich dieses kleine Habitat als Insel betrachten im Rest, in der Landschaft, und habe natürlich hier auch meine Austauschprozesse, meine Einwanderungsprozesse, die man da hat. So, und jetzt ist eine, können wir vielleicht mal überlegen, warum kommt es denn jetzt dazu, zum Beispiel, dass wir einen geringeren Artenreichtum haben auf so einer Insel? Sagen wir mal geringerer. Artenreichtum auf einer Insel. Und da können wir mal die Vermutung, vielleicht liegt das einfach daran, dass die Insel halt per Definition klein ist. Also jedenfalls kleiner als das Festland, sonst hätte man ja die Insel das Festland genannt, also sie ist einfach klein und hat deswegen eine geringere Anzahl von Individuen, eine geringere Populationszahl. Also Arten haben eine geringere Populationszahl. Das ist ja klar, dass je weniger Fläche zur Verfügung steht, desto weniger Individuen kann man auf so einer Insel oder einem Habitat haben. So, und jetzt können wir ja mal überlegen, wenn wir jetzt über die Zeit auftragen, jetzt haben wir hier die Anzahl der Individuen als Funktion der Zeit. Wir haben hier unsere Kapazität. Das wäre sozusagen der Gleichgewichtszustand, über den wir jetzt immer geredet hatten. Und bis jetzt hatten wir immer gesagt, unsere Artenzahl läuft halt gegen diesen Gleichgewichtszustand und bleibt dort. Das ist ja aber in der Realität nicht so, sondern wir haben ja immer Störungen und die Artenzahl wird immer fluktuieren. Und manchmal gibt es halt auch sehr starke Fluktuationen, dass wir ein großes Event haben. Das würden wir eine Störung nennen. Und diesem Event, dieser Störung, kann die Artenzahl sich auch mal sehr stark verändern. Und dann könnte es halt passieren, dass wir jetzt auch mal ein Störungsevent haben, das so stark ist, dass die Arten ausgestorben sind. Und das ist ein Aussterbeereignis. Also wenn ich die Artenzahl, wenn wir das besser sehen, jetzt mal so farbig nochmal einzeichne, dann wird die Artenzahl typischerweise fluktuieren um die Kapazität. Manchmal gibt es halt diese Extremereignisse aufgrund starker Störungen, weil vielleicht ein Klimaereignis da ist, eine große Dürre oder ein starker Winter. Dann kann es zu großen Sprüngen in der Artenzahl kommen. Wenn es aber jetzt passiert ist, dass die Artenzahl so gering geworden ist, dass die Population zu Null geworden ist, dann ist die Art ausgestorben. Und dann ist etwas anderes passiert, dann bleibt die Art ausgestorben. Warum? Weil hier, sobald wir noch einen positiven Wert haben, kann sich die Artenzahl ja nochmal erholen. Aber wenn alle Individuen weg sind, dann kann das die Population nicht mehr wachsen und dann bleibt die Art ausgestorben. Also diese Null, würde man als Theoretiker sagen, ist ein absorbierender Zustand. Wir haben ja immer gesehen, die Null ist ein spezieller Wert, das war ja immer ein Gleichgewicht in unseren Modellen. Und also da kann man aus der Null nicht rauskommen,
wenn man nicht eine neue Invasion, also neue Immigration von Individuen hat. Und was ich Ihnen hier da gezeigt habe, ist dazu, wie es denn überhaupt kommt, dass eine Art ausstirbt. So, jetzt erstmal die erste Frage: Wie hängt diese Wahrscheinlichkeit davon ab? Wie groß, also von was hängt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Art ausstirbt, ab? Na, dann können wir das sagen: Aussterbewahrscheinlichkeit wird größer, je kleiner K ist. Die Kapazität ist größer. Je kleiner die Kapazität ist, ne? Weil je kleiner die Kapazität ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Störung zu diesem Extinktionsereignis führt. Und gut, was wir jetzt bis jetzt in der Vorlesung hatten wir immer dieses andere Bild. Wir haben ja gesagt, eine Art stirbt aus, weil sie von dem Konkurrenten verdrängt wird, ne? Was da passiert, es kann natürlich jetzt sein, aufgrund der Konkurrenz kann die Kapazität, also der Gleichgewichtswert einer Art immer kleiner, kleiner, kleiner werden, ne? Und dann muss ja gar nicht dieser Gleichgewichtswert wirklich gegen die Null gehen, wie wir es bis jetzt in der Theorie hatten, sondern es langt, dass dieser Gleichgewichtswert auf einen kleinen Wert reduziert wird. Und dann kann schon durch stochastische Effekte die Art aussterben. Also kleines k kann entweder passieren aufgrund der Konkurrenz. Das war das bisherige Bild. Oder aber durch eine Insel, durch ein kleines Habitat, kleine Habitatgröße. Weil dann einfach die Totalanzahl an Individuen gering ist und dann ist es auch wahrscheinlicher, dass eine Art ausstirbt. Und wenn man jetzt also dieses Bild hat, dieser Fluktuation der dynamischen Zahl der Individuen einer Art, ne, dann ist halt das Aussterbe-Event halt nicht nur durch die fixen Art-Interaktion, durch die Konkurrenzbeziehungen getrieben, sondern halt auch durch diese Zufallsereignisse. Und da spielen dann geografische Effekte eine große Rolle. Und wenn wir jetzt nochmal schauen, was ist jetzt die Eigenschaft der Insel? Einmal die Inselgröße, ne? Also ein kleine Gebietsgröße ist höhere Wahrscheinlichkeit des Aussterbens. Und wie könnte sich die Art denn hier wieder erholen? Ja, nur dadurch, dass neue Individuen einwandern von außen. Wenn wir jetzt so ein einfachen, willkürlich genommenes ausgewähltes Habitat in der Landschaft nehmen, in der Umgebung, dann können natürlich, wird es hier auch immer lokal zu Aussterbeereignissen kommen, einfach aufgrund der Zufälligkeit. Aber es ist natürlich auch sehr schnell möglich, dass von außerhalb neue Individuen einwandern und die Art wieder retten, ne? Weil dann kann es natürlich da einfach dadurch wieder hier nach oben gehen, dass neue Individuen einwandern. Wenn wir aber jetzt auf einer Insel sind, die relativ abgeschlossen ist, mit großem Abstand zum Festland, ist auch die Invasionsrate, also die Wahrscheinlichkeit, dass neue Individuen dieser Art wieder reinkommen, sehr gering, ne? Und dann bleibt die Art auch erstmal für eine lange Zeit ausgestorben. Das sind also diese beiden Eigenschaften, Inselgröße und der Abstand, die dazu führen, dass wir auf der Insel viel größere Aussterbeereignisse haben. Das können wir jetzt erst nochmal zusammenfassen. Sagen, also Inselökosysteme oder Insel, ja, ein Bereich Ökosysteme. Die haben also einmal eine höhere Extinktionsrate. Also dieses Aussterben nennt man Extinktion, im Englischen Extinction, ne, und dann haben wir eine höhere Extinktionsrate, ne, aufgrund dieser geringeren Populationszahl.
Und das hing damit zusammen mit der Inselgröße. Und wir haben auf der anderen Seite eine geringere Einwanderungsrate. Und das lag einfach aufgrund des größeren Abstandes. Das heißt, diese beiden geografischen Parameter, Größe und Abstand, führen zu folgenden Effekten. Wir haben eine höhere Extinktionsrate und eine geringere Einwanderungsrate. Hieraus könnten wir ja schon mal schließen, dass Arten auf Inseln haben Arten eine geringere Aufenthaltszeit. Auf dem Festland. Und was jetzt da mit diesem Aufenthaltszeit gemeint ist, können wir uns jetzt einmal so vorstellen. Jetzt nehmen wir hier mal so einen Zeitstrahl. Das ist die Zeit. Und jetzt betrachten wir halt unsere Insel als so ein Sammelbecken. Und was bestimmt jetzt die Artenzahl, die Gemeinschaft in der Insel? Ja, die Artenzahl kann sich ja nur ändern, oder die Gemeinschaftsstruktur, dadurch, dass wir entweder eine Immigration haben, nämlich eine neue Art wandert wieder ein, also Individuen einer neuen Art wandern wieder ein, oder wir haben unsere Extinktion. Nämlich eine Art stirbt aus, wie wir das hier gesehen haben, aufgrund, dass auf einmal alle Individuen dieser Art weg sind. Das sind ja die einzigen beiden Möglichkeiten, wie die Gemeinschaft sich verändern kann. Wenn wir mal davon absehen, dass es vielleicht eine Art Bildungsprozesse gibt, das muss es natürlich geben, irgendwo müssen die Arten ja irgendwo herkommen, wenn sie nicht vom Weltall auf die Erde geflogen sind, sondern wir gehen ja davon aus, dass die Arten evolutionär sich entstehen. Aber jetzt können wir ja mal sagen, so die Artentstehung, Artenbildung in der Zeitskala, die wir hier uns anschauen, können wir erstmal vernachlässigen. Dann können sich Artenzusammensetzungen in dieser Insel nur ändern, wenn neue Arten reinkommen oder Arten aussterben. So, und jetzt können wir sehen, was passiert. Wir haben jetzt hier eine leere Insel und jetzt irgendwann kommt die erste Art, wandert ein. Und dann ist die Art 1 ist jetzt hier auf der Insel. Dieses Bild dieser leeren Insel, das kann man sich so vorstellen wie so eine Insel nach so einem Vulkanausbruch. Das hatte man mal bei dem Krakatau, dass also der Vulkan ausbricht, alles Leben auf dieser Insel vernichtet. Jetzt haben wir eine tote Insel mitten auf dem Meer. Und jetzt kann man fragen, wie lange dauert es, bis sich dort wieder neue Ökosysteme, Artengemeinschaften gebildet haben. Und jetzt irgendwann wandert die erste Art ein und ist ja eine gewisse Zeit auf der Insel. Ja, und irgendwann kommt die zweite Art. Jetzt kommt hier eine zweite Art. Jetzt haben wir schon zwei Arten auf der Insel. Und jetzt kommt irgendwann eine dritte Art. Die Art 3. So, und jetzt ist die Frage, wie lang halten es diese Arten auf der Insel aus? Und es kann jetzt sein, dass eine Art, die jetzt eingewandert ist, auch wieder irgendwann ausstirbt. Irgendwann muss es ja für jede Art passieren, irgendwann wird dieses zufällige Ereignis passieren, dass diese Art wieder ausstirbt. Und jetzt kann das sein bei dieser Art 3 zum Beispiel, dass die Art relativ schnell wieder ausstirbt. Es kann aber auch sein, dass die Art wieder einwandert und wieder ausstirbt. Das könnte zum Beispiel sein, eine Art kommt rein, hat nur sehr wenige Individuen, hat auch eine hohe Wahrscheinlichkeit auszusterben, stirbt wieder aus und dann kann die Art wieder
wieder einwandern. Aber vielleicht irgendwann kommt jetzt hier eine Art 4. Dann kommt noch eine Art 5. Aber dann vielleicht stirbt die Art 2 aus. Jetzt stirbt vielleicht die andere erste Art, die da war, aus. Und wir haben jetzt nur noch Art 4 und 5. Ne? Das heißt, jede Art, die auf die Insel kommt, hat eine gewisse Zeitdauer, die sie auf der Insel ist. Und irgendwann ist das vorbei. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Art unendlich lang auf dieser Insel ist, ist sehr, sehr gering. Irgendwann stirbt die Art halt mal aus. Das ist ja einfach nur ein Zufallsprozess. Ne? Und dann sehen wir, und was bedingt jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Art hier reinkommt oder rausgeht? Das sind halt die Extinktions- und Einwanderungsrate, die Migrationsrate. Ne? Und dann sehen wir, also die typische Dauer der Art auf einer Insel zu sein, hängt dann halt von diesen beiden Faktoren ab, also von der Inselgröße und dem Abstand. Und jetzt können wir natürlich jetzt auch zählen, was ist denn jetzt die Artenvielfalt auf der Insel? Und jetzt kommen wir zur Biodiversität. Jetzt schauen wir uns den Artenreichtum an. Und der war halt hier 0. So, und jetzt haben wir die erste Art auf der Insel. Artenreichtum ist 1. Dann kommt die zweite Art. Der Artenreichtum ist 2. Dann kommt die dritte Art. Artenreichtum ist 3. Die dritte Art wandert wieder aus. Artenreichtum ist 2. Die Art wandert wieder rein, 3, wandert wieder aus, stirbt aus. Jetzt kommt die Art 4 rein und die Art 5 rein. Art 2 stirbt aus, Art 3 stirbt aus. Und so sehen Sie, der Artenreichtum auf der Insel ist dann so eine fluktuierende Größe. Das kann ich jetzt auch erst noch mal ein bisschen zusammenfassen. Also wir kriegen jetzt folgendes Bild, dass wir sagen, jede Art kommt irgendwann zufällig auf die Insel. Bleibt eine gewisse Zeit dort vorhanden. Und stirbt dann auch irgendwann wieder aus. Also ein sehr dynamisches Bild, das sehr von Zufall geprägt ist im Vergleich zu diesem statischen Bild dieser Konkurrenzbeziehung. Und so, was bestimmt jetzt die Anzahl der Arten? Und den Artenreichtum bezeichnen wir typischerweise als S. Das ist jetzt ein dynamisches Gleichgewicht. Aus zufälligen Immigrationsereignissen. Und zufälligen Extinktionsereignissen. Das heißt dann, die Identität einer Art auf der Insel kann man jetzt überhaupt nicht mehr vorhersagen. Das ist reiner Zufall in diesem Bild. Aber den Artenreichtum, der sich einstellt, den haben wir ein bisschen im Griff, weil der hängt ja dann von dem Extinktionsrate, der Immigrationsrate ab, und das sind wieder eigentlich Parameter, die wir aus der Geografie bekommen. Das heißt, man sollte in der Lage sein, zwar nicht mehr die Identität der Arten, aber zumindest die Artenzahl irgendwie zu bekommen.
dass wir sagen, die Artenzahl, und das ist jetzt schon die, so die Grundidee von MacArthur und Wilson, dass sie sagen, können wir nicht eine Gleichung hinschreiben, jetzt ein Modell für die Artenzahl. Die Artenzahl auf der Insel, ne, ist dann folgt einer Differentialgleichung. Ne? Also unsere Zustandsvariable sind jetzt nicht mehr die Abundanzen, sondern die Artzahlen. Ne? Und die ist jetzt gegeben aus einem Gleichgewicht, aus Immigrationsrate. Minus die Extinktionsrate. Also S-Punkt ist gleich I minus E. Das werden wir uns dann jetzt gleich mal bald mal genauer anschauen, was das jetzt bedeutet. Aber jetzt erstmal, ne, bedeutet das sozusagen, wir bekommen hier ein dynamisches Gleichgewicht. Wir bekommen ein Gleichgewicht, in dem die Zahl der Arten sich fixiert, zu einem Gleichgewichtswert, aber die Artzusammensetzung sich anders andauernd ändert. Ich versuche das mal hier unten hinzuschreiben, nochmal so als neues Paradigma. Wir sagen, die Artzusammensetzung ändert sich andauernd. Aber die mittlere Artenzahl nimmt einen konstanten Wert ein. Und das ist halt jetzt ein ganz anderes Paradigma als das, was wir in diesen ganzen Konkurrenztheorien hatten, ne, wo wir genau sagen konnten, welche Arten denn jetzt in der Gemeinschaft sind, welche sind das, die hier einwandern. Das sind natürlich dann die am besten angepasst sind und aufgrund der Konkurrenzbeziehung zu den anderen überleben. Hier ist das alles rein zufällig. Wir können gar nicht mehr sagen, welche Art hier wirklich jetzt einwandert, ne? Das ist halt, wer es gerade mal geschafft hat, über den Ozean zu fliegen. Aber statistisch wird sich die Artengemeinde, die Vielfalt auf der Art einstellen. Und dann werden es auch diese beiden Parameter sein, die so eine Theorie eigentlich nur bestimmen kann. Was ist die mittlere Artenzahl, die wir haben? Und was ist diese Änderungsrate der Zusammensetzung? Wie schnell ändert sich das hier? Was ist die typische Aufenthaltszeit einer Art? Ne? Sozusagen, das ist jetzt das neue Paradigma. Und weil das Video zu lang wird, werde ich Ihnen jetzt die Theorie, wie jetzt MacArthur und Wilson vorgehen, um das hier wirklich jetzt hier mit Leben zu füllen, diese Gleichung, das werde ich in einem neuen Video machen. Für jetzt. Vielen Dank.